Liebe Fußballfans, willkommen in der Commerzbank Arena. Ich darf Sie herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Es geht bei uns heute um ein Division-Rival-Spiel. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Und jetzt geht's los. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Im Tor ist Oliver Baumann. Lucas Hernandez spielt gemeinsam mit Benjamin Pavard in der Abwehr. Serge Gnabry steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und einzige echte Sturmspitze ist Timo Werner. Götze. Goretzka. Serge Gnabry. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Marc-André Ter Stegen im Tor. Joshua Kimmich. Das ist jetzt seine Chance. Werner. Chance lebt noch. Fans atmen durch, das war knapp, fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. Es ist schon erstaunlich, was der Timo Werner immer wieder für eine Torgefahr ausstrahlt. Ja, und ich glaube, da hat wirklich jede Abwehr Respekt. Das ist ein Spiel. Chance zur Führung. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Weiser. Gnabry. Goretzka, Werner, Timo Werner, schönes Zuspiel, Goretzka, den muss er hier machen, sie machen das Tor, schon in dieser Anfangsphase fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr, also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da verlieren Sie den Ball. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Und Götze. Tolisso. Ball von Groß wird abgefangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Chance für die Flanke. Mitchell Weiser. Da kommt die Hereingabe. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht! Und das Zittern geht weiter. Jetzt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Werner. Sané. Reus. Marco Reus verliert den Ball. Goretzka. Götze am Ball. Sieht vielversprechend aus. Leon Goretzka. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Nee, der Freistoß war nix. Gut gemacht von Ter Stegen, auch wenn das sicherlich nicht allzu gefährlich war. Reus könnte den Konter geben. Timo Werner.
Serge Gnabry. Groß. Vielleicht der Ausgleich. Das ist noch gefährlich. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Boah, das war schon eine Riesenparade. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber wir sehen, der Druck ist da. Der Drang in den freien Raum. Komm an. Und jetzt die Chance. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Da ist Platz auf dem Flügel. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Reus. Timo Werner. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und Reus. Starker Zweikampf. Gnabry. Weiser. Goretzka. Götze. Mario Götze ist technisch sicherlich einer der stärksten deutschen Spieler, oder Buschi? Das kann man so sagen. Ist es das jetzt? Er kommt noch an den Ball. Groß mit der Hereingabe. Lothar Matthäus. Süle. Serge Gnabry. Schöne Flanke jetzt. Timo Werner blockt den Schuss erstmal ab. Weiser. Gnabry. Goretzka. Tolisso. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Werner. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Das frühe Stören jetzt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gnabry. Kimmich. Zieht in die Mitte. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sané. Groß. Sané. Toni Kroos. Steilpass kommt von Reus. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Gut geklärt, das war wichtig. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Timo Werner. Groß. Könnte der Ausgleich sein. Und er geht rein. Oh, oh, Ausgleich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist wieder alles offen. Alles ist möglich. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Weiser. Goretzka. Mitchell Weiser. Serge Gnabry. Mitchell Weiser. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da wäre Platz für den Konter. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Götze. Kein guter Pass. Weg ist der Ball.
Werner. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Werner. Timo Werner. Toller Zweikampf. Toni Kroos. Timo Werner. Kein Tor. Da blocken. Chance zur Führung. Und Tor. Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Wir haben die Oberhand. Eiskalt vor dem Tor. Wie so oft. Marco Reus. Ja, der Nationalspieler hat die Klasse und ist immer gefährlich. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie verlieren den Ball. Und den Ball hat er sich geholt. Das könnte was werden jetzt. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Goretzka. Tolisso. Werner. Da geht Matthäus beherzt rein. Sané. Ball von Sané kommt nicht an. Und das ist der Ballverlust. Timo Werner. Super dieses Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Reus. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken... Da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Goretzka! Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Dieser Ball kommt mal nicht an. Trotzdem, seine Passquote ist überragend heute. Pass auf Julian Draxler. Gute Aktion. Der ist drin! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Was ist denn hier los? Jetzt treffen sie auch, quasi mit dem ersten Gegenangriff. Und das ist wichtig. Sie zeigen nämlich, wir geben uns hier nicht auf. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Groß. Müller. Müller, klasse. Reus. Der Ball ist drin. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Auch der ist drin. Wir kommen kaum noch nach, Wolf. Absolut unaufhaltsam. Es gibt keinen Mittel gegen ihn. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Draxler. Werner. Ja, das sieht gut aus. Geht dazwischen und hat den Ball. Das frühe Stören jetzt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Draxler. Komma. Und er schießt. Tern. Elfmeter, ganz klar. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung.
ist er drin, der Elfer. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Groß. Da lassen sie den Ball gut laufen. Timo Werner. Jetzt können sie es entscheiden. Der Torwart war von Anfang an heute unsicher. Und jetzt auch in dieser Szene, Buschi. Ja, die Mannschaft braucht ihn in Topform. Die kann er heute bisher zumindest nicht abrufen. Die spielen hier beide mit offenem Visier. Und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Super Aktion, das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Lothar Matthäus klärt. Tolisso. Luka Jovic. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Sané. Julian Brandt. Schönes Zuspiel. Noch ist die Chance da. Werner. Guck mal, die Riesenchance. Problemlos hier von Ter Stegen, da muss er aber auch hin. Das Spiel ist vorbei, der Unparteiische hat abgepfiffen. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Er macht hier den Dreierpack, führt damit seine Kollegen zum Sieg. Was will man mehr? Der ist in Top.